Hallo Freunde und herzlich willkommen zu V-Dog Nummer 2. Heute geht es mal um ein wirklich erschreckendes Thema, nämlich die Apokalypse. Nein, verdammt, ich meine nicht diesen erschreckenden Kälteeinbruch von letzter Woche von fast 13 Grad. An welchen Film erinnert uns das? Ach nein, mit Zombies werde ich doch auch spielen gleich fertig. Ups. Was ich meine, ist weitaus schlimmer als Zombies und das Ende der Welt. Und zwar das Konstruktionsprojekt 2. Für alle Ingenieure der absolute Hass. Wieso? Ganz einfach. Das Konstruktionsprojekt 1 verlief folgendermaßen. Wir hatten 2 Wochen Zeit, konnten dann in den 2 Wochen erstmal eine Probeskizze machen, die Probeskizze dann verfeinern in den nächsten 2 Wochen, dann verschiedene Bauteile noch ändern, Maße dran schreiben, all die Feinheiten halt ausprobieren und haben trotzdem das Konstruktionsprojekt eigentlich relativ leicht bestanden. Konstruktionsprojekt 2. Das Konstruktionsprojekt 2 läuft jetzt folgendermaßen. Wir haben 2 Wochen Zeit, um 15 Skizzen detailreich fertigzustellen, um zu hoffen, dass wir dann vielleicht mit einer minimalen Chance wirklich bestehen, um dann in das zweite Testat zu kommen, bei dem wir dann die ganzen Teile zusammenbauen, eine Gesamtzeichnung machen und so weiter und so fort. Das Ganze erstreckt sich über 3 Testate. Und erst wenn man immer 80% von diesen 3 Testaten geholt hat, kommt man auch in die Endprüfung. Also in die absolute Abgabe von der Endzeichnung von diesem Ding. Aber ihr kennt mich, ich bin dem Konstruktionsprojekt tapfer entgegengetreten und ich habe es um 1 Jahr nach hinten verschoben. Wo kommen die ganzen Zombies heute her? Ich habe echt keinen Plan, was die alle von mir wollen. So, die eigene Dummheit unter Beweis gestellt. Check. So, und ein weiteres Thema heute ist YouTube. Ihr wisst, dass ich mich tagelang, wochenlang darüber auslassen kann, aber YouTube hat es nun mal wieder geschafft. Also ich habe letztes Wochenende eine Mail bekommen von YouTube, in der steht drin, dass ich illegalerweise Hintergrundmusik von Immediate Music verwendet habe für meine Let's Plays und deswegen werde ich jetzt abgemahnt. Ich meine, ich habe die Musik selbst zusammengeschnitten, ich habe die extrem leise gedreht. Was hat YouTube eigentlich gegen mich? Jedenfalls habe ich jetzt eine Mail geschrieben an Immediate Music. Ich habe auch schon eine Antwort bekommen. Ich soll doch bitte die Nachricht von YouTube kopieren und den zusenden und sie kümmern sich um das Weitere. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt Tausende von Euro zahlen darf dafür, dass ich das illegalerweise veröffentlicht habe oder aber die doch YouTube dazu zu bringen, dass ich die Hintergrundmusik weiter verwenden darf. So, und da das jetzt schon bei Minecraft losgeht, bin ich mir echt nicht so sicher, wie das dann mit den ganzen Spielen von Electronic Arts und so weiter läuft. Ich bin ja schon bei der Produktion von Sleeping Dogs, so ein bisschen actionreicher. Und hatte eigentlich noch relativ viele geplant. Jetzt kommt ja auch demnächst das neue Need for Speed raus und das habe ich mir schon vorbestellt. Das werde ich dann für euch testen und dann meine Meinung dazu abgeben. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie sich das entwickelt. Ich werde jetzt erstmal für das nächste Minecraft-Video, was übrigens dann schon erschienen ist, wenn ich jetzt gerade rede, werde ich erstmal keine Musik weiter verwenden. Das werde ich sicherlich im Minecraft-Video auch nochmal erzählen. Und vielleicht verwende ich noch ein bisschen Spielmusik oder so. Mal schauen, was ich noch so finden kann. Jedenfalls wird es jetzt erstmal weniger musikreiche Let's Plays geben. Aber ich bin gespannt. Es kann sich ja nur zum Besseren entwickeln eigentlich. Und wie immer bin ich der Champ der Überleitung. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal meine Frisur verändern kann. Ich denke, ich werde im dritten Vlog dann dazu ein Video drehen, wie ich beim Friseur sitze. Mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, bis dahin kriege ich dann auch mein neues Mikro, also mein Richtmikro für die Kamera. Und dann hat das sicherlich auch eine viel bessere Audioqualität. Und ich bin mal gespannt, wie das bei euch so ankommt. Jetzt aber allerdings erstmal ein anderes Thema. Und zwar, Halloween steht vor der Tür und ist heute, wenn ich das Video heute hochlade. Und ich bin gespannt, als was ihr euch verkleidet.
Ich gehe natürlich als Pro-Gamer, ja, also als ich, das sieht ungefähr so aus. Tada! Nein, natürlich nicht, ist nicht gruselig genug, würde ich sagen. Deswegen hier kurz meine Verwandlung. Ich bin es, der Herrscher der Dunkelheit. Na, wie gefalle ich euch? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine letzten Worte, also zu dem Thema, ne? Nicht so grundlegend und so wegen Halloween und so. Meine letzten Worte zu dem Thema sind, ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe jetzt allein für die Bearbeitung von den Animationen da hinten einen ganzen Tag gebraucht und das gesamte Video hat jetzt mehr als 2 Wochen gefressen und ja, natürlich musste ich mich erstmal reinfuchsen, aber vielleicht habt ihr auch Ahnung und könnt mir da ein bisschen weiterhelfen. Ich habe noch viele Fragen, die offen sind und ich hoffe, ich weiß jetzt, die Qualität ist nicht so überragend, aber ich hoffe, die wird noch besser und ich verbessere mich noch mit der Zeit und ja, dann sehen wir uns sicherlich in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Und wenn das Video jetzt draußen ist, wird es dann auch in den nächsten Tagen auf jeden Fall, ich weiß jetzt noch nicht genau wann, vielleicht Mittwoch oder so, das letzte Test geben, was ich euch versprochen habe, von Need for Speed. Ja, mit der Musik und mit dem ganzen anderen Zeug muss ich mal schauen. Und Need for Speed mache ich jetzt erstmal, ich habe noch keine Antwort von EA oder so. Und mal gucken, ob sie es löschen oder behalten oder was auch immer. Ja, wir sehen uns dann, ne? Macht's gut und haut rein. Alter, echt jetzt? Hat's bei dir nicht mal für 2 Beine gereicht? Was? Puh, nochmal Glück gehabt.